Hubert Aiwangers Bruder hat ein unsägliches Flugblatt verfasst und die Republik hyperventiliert. Man hat den Eindruck, es gibt kein wichtigeres Thema mehr in den Medien. Allein in der Welt war heute auf der Homepage, waren das die ersten vier Beiträge, alle über dieses Thema, das Aiwanger-Flugblatt. Und alle empören sich. Aiwanger wird als Nazi hingestellt in der Süddeutschen und es gibt keinen größeren Aufreger. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, imitiert in einer Bierzeltrede Adolf Hitler, um damit den Aiwanger zu diskreditieren und nicht die ganzen sonst Daueraufgeregten, die sich wegen jedem Unsinn, wegen jeder Kleinigkeit, die aus der bürgerlichen Ecke kommt, echauffieren, die sind plötzlich völlig ruhig. Darum geht's gleich in meinem neuen Video. Hören wir uns doch erstmal an, was der Söder gesagt hat, und zwar gleich mit dem Kommentar des Kollegen vom Deutschlandfunk, weil dann kann man es besser einordnen. Voilà! Markus Söder steigt im braunen Trachtenjanker auf die Bühne und imitiert kurz darauf Hubert Aiwanger. Ich werde München mal auf den Tisch hauen. Söder macht mit Adolf Hitler gleicher Stimme und Gestik seinen Koalitionspartner und Wirtschaftsminister nach. Er nennt Aiwanger zwar nicht beim Namen, spricht aber in dessen Heimatstimmkreis in Landshut unmissverständlich von einem Politiker, der vor Ort große Reden schwinge, in München jedoch ganz zahm sei, ein politischer Winzling geradezu. Und jetzt mal ganz ehrlich, bei dieser Aussage, gibt es da irgendeinen Zweifel daran, dass er versucht hat, hier Adolf Hitler zu imitieren? Also ich habe diese Zweifel nicht. Umso Orwellscher ist das, was der Sprecher der CSU versucht hat, weil der hat sich jetzt tatsächlich hingestellt und hat versucht, das Öffentliche, das Offensichtliche und das vor allem Offenhörbare zu negieren und hat folgende Erklärung abgegeben. Die lese ich jetzt hier einfach mal schnell vor. Die aus der Bierzeltrede in Landshut gezogenen Vergleiche sind vollkommen abwegig. Die aus dem Zusammenhang gerissenen Redepassage, die mit aktuellen Entwicklungen nichts zu tun hat und seit längerem unverändert ist, wurde bereits oft in Anwesenheit vieler Journalisten gehalten. Daraus nun historische Vergleiche zu konstruieren, ist absurd und eine bewusste Manipulation. Und das heißt nochmal, also es hätte keinerlei hier Anspielungen zu Adolf Hitler gegeben. Ja, ich spiele es jetzt nochmal ein, nur den Ausschnitt von dem Söder, damit ihr das vergleichen könnt. Nochmal, bitte. An dieser Stelle mache ich jetzt hier Schluss, weil ich YouTube wegen seiner Schikanen hier nicht mehr traue und ich finde, das sollte man nicht fördern und deshalb die Fortsetzung dieses Videos auf Rumble. Einfach den Zeitcode unten merken und dann auf Rumble auf das gleiche Video springen mit dem gleichen Zeitcode. Ich weiß, es ist etwas umständlich. Ich weiß, es ist nicht so schön, aber ich finde, man darf auch nicht hier Männchen machen vor diesen Großkonzernen, die einen nach Strich und Faden schikanieren, aktuell mit der Werbung. Drum bin ich euch dankbar, für euch ein kleiner Klick, aber ein großer Sprung für die Meinungsfreiheit. Denn was besonders perfide ist bei YouTube, dass die Abrufzahlen so stark manipuliert werden. Man sieht es ja bei Rumble im freien Internet, da sind die bis zu 6,5 Millionen Mal wird es abgerufen, viele hunderttausende Male. Es hängt immer davon ab, ob ich es auf YouTube parallel stelle oder ob ich dann einfach rüber stelle und dieses Faulspiel, ja, ich werde nicht alles so rüberziehen, aber gelegentlich, denke ich, muss man dann Zeichen setzen und ich hoffe auf eure Solidarität, dass ihr das auch so seht und mit mir rüberkommt. Unten ist der Link ganz einfach zu finden und auf Odyssee natürlich auch. Alles Gute, danke, ciao. Schön, dass ihr reingeschaut habt und das Backstage mache ich hier noch dazu wie bei Rumble. Ciao. Wir sehen uns Ich hoffe, heute war die Technik besser, denn ich habe jetzt tatsächlich ein neues Lichtstativ, ein neues Kamerastativ. Dieses Licht ist das
alte und ich kombiniere jetzt, da habe ich noch nicht alles, aber das kriege ich auch noch, ich kombiniere jetzt hier das Video, den Ton habe ich über das Telefon und das Bild über das Video. Es wird also zusammen geschweißt. Ich hoffe, das funktioniert und es ist für euch von der Qualität her gut. Einen Witz fällt mir jetzt noch einer ein. Ja, es ist eigentlich alles ein Witz, was hier passiert. Wie will man das noch mit einem Witz toppen? Ich glaube, da schafft man einfach keinen Witz mehr, um das zu toppen. Aber bei den nächsten Malen strenge ich mich an, dass ich wieder einen Witz für euch habe. Aber das, was in Deutschland passiert, ist ein großer Witz in meinen Augen. Alles Gute. Danke. Ciao. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de, also endlich mit aktiengeldverdienen.de, gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. We'll be right back.